Hey ja Leute, es geht weiter mit Gothic. Ja, endlich, ich weiß. Gestern hatte ich nämlich ziemliche Probleme beim Aufnehmen und zwar konnte man den Spielsound nicht hören. Und ja, das hat mir echt die ganze Motivation geraubt und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Aber na, dafür mache ich heute den Rest weiter. Ah, diese fiesen. Halt die Fresse! Na, ich bin wirklich kurz davor, den Kopf abzuhacken. Wir sind immer noch auf der Suche nach, dem Schleichen-Skill. Ich will nämlich unbedingt Schleichen lernen. Ich will Schatten werden. Ich suche jemanden, der mir was beibringt. Ich überspringe jetzt mal das ganze nervige Gelaber. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ich glaube, ohne falsche Bescheidenheit... Ich bin einer der besten Diebe, die sie in die Kolonie geworfen haben. Ja, dann halt die Fresse und bring mir was bei. Aber wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich leise bewegt, ist Kavalon der bessere Mann für dich. Und wo ist dieser verdammte... Wo finde ich Kavalon? Er jagt in der Wildnis. Wildnis. Du findest ihn auf dem Weg zum neuen Lager. Neuen Lager. Westlich des alten Lagers. Westlich des alten Lagers. Gibt eine breite Schlucht. Breite Schlucht. In dieser Schlucht steht eine alte Holzfällerhütte. Holzfällerhütte. Dort findest du... Ja, das reicht mir. Den schnapp ich mir jetzt. Ah, halt die verdammte Fresse. Was hast du mit der Waffe? Ein Kampf! Mann. Regt mich dieser Vollidiot auf. Gestern habe ich auch aus Versehen bei einem bei meinem ersten Speicherplatz gespeichert und dann boom. Tja, da war scheiße. Gardist. Solange ich damit nicht. Au. Oh Mann. Ich glaube, ich weiß einen Typen, der uns zu diesem neuen Lager bringen kann, aber ja. Wer ist das eigentlich? Whistler. Nee. Aber ja, wo war ich jetzt eigentlich? Ha, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach egal, ich geh einfach mal zu diesem Vollidioten. Na. So, Mordrak. Warum zeig mir deine Ware? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Egal, ich verkaufe dann so lange mal was bei dem. Eine Fackel brauche ich, denke ich mal noch. Schüssel. Eine Schüssel brauche ich nicht. Kann weg. Becher auch nicht. Wanzenfleisch auch nicht unbedingt. Ein Krug, nicht dass ich wüsste. Rasiermesser. Kann vielleicht noch nützlich werden. Pfanne brauche ich glaube ich auch nicht. Was könnte ich denn von denen gebrauchen? Ein Dietrich und ein paar Erzbrocken. Ja, zack. Annehmen. Ende. Schatten. Das ist ein normaler Ausgang. Sieht so aus. Yay. Ja, jetzt müssen wir das alte Lager suchen. Das neue Lager suchen. Hoffentlich ist das hier der richtige Weg. Ansonsten sind wir nämlich ziemlich, ich sag mal, gearscht. Sklavenbrot sieht doch eher aus wie ein Pilz. Ja, Höllenpilz. Sklavenbrot. Hä? Was soll's? Was soll's? Heißt halt ein Pilz, Sklavenbrot. Und was ist das da für ein... Da gehe ich nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Nein. Das Teil sieht auch aus wie ein fetter Mann auf vier Beinen. Hey du! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen, du Vollidiot. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ach nee.
Schlaumeier. Mann, Mann, Mann. Auch im Lager, auch im Lager kann man sich verletzen, ja. Auch im Lager kann man sich schwer verletzen. Ah, verdammte Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich noch hab. Ich hab vergessen, meinen verschissenen Timer anzustellen. Wusste überhaupt. Das. Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? Sumpfkraut? Hört sich ziemlich abartig an, deswegen nein. Ja toll, jetzt kam ich von da? Ja, nein. Nein. Nein, da muss ich lang. Schnell. Ich mache einfach noch ein paar Minuten. Ich meine, Minuten. Und dann ist Ende. Für den ersten Teil jedenfalls. Nein, das ist jetzt der vierte Teil, oder? Vierte Teil? Ja, vierte Teil. Wasser, toll. Kommt es nur mir so vor, oder ist dieser Gravo da den ganzen lieben langen Tag am Braten? Er kommt irgendwie nicht weit, oder? Was soll's? Torus. Nein, doch, Torus. Du musst doch eine... Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Nummer zu groß für mich? Für mich ist nichts zu groß. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So. Oh Gott, du nicht der also wieder. Unbedingt versagen. Hä? Der nickt auch noch. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Das ist irgendwie so ein Außenseiter, der irgendwo in ein Gespräch reingeht und dann so tut, als wäre er da mitreden. Und dann, ja, genau, finde ich auch so. Ja. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak heißt er. Dieser... Ich kümmere mich drum. Dieser verdammte... Ich kümmere mich. Vollidiot, der... da hinten war. Mit dem wir gelabert haben. Dieser hässliche Typ da. Okay, eigentlich sind hier alle hässlich. Irgendwie haben alle so eine lass uns lieber über was anderes hässlichen Gesichter. Ich höre nicht mehr auf das. Nicht so heiß gegessen. Naja, los jetzt. Ah, wie viel Zeit? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit ich jetzt verbraucht habe. Ich hoffe, ich habe nicht viel zu wenig Zeit oder viel zu viel Zeit verbraucht. Deswegen schneide ich das jetzt gleich und mach dann ganz schnell mal Ende hier. Aber es geht natürlich sofort weiter. Keine Angst, heute kommen noch so einige Teile. Auch von Zelda noch. So. Also. Bitte, ich habe jetzt nicht zu viel oder zu wenig Zeit verbraucht. Bis zum nächsten Teil.